Wenn ich nicht abgenommen hätte, hätte ich die Frau niemals kennengelernt. Da waren wir einfach zu dick. Ein lieber Mensch, aber einfach zu dick. Zu viel Mann. Das saß mal hauteng. Kleiner ging's nicht. Besser. Guck mal. Fast 290 Kilo. Das Leben bestand eigentlich nur noch darum, zu arbeiten und Geld zu haben, damit man essen kann. Ich habe gesagt, mein Wunschgewicht sind 100 Kilo. Oh, also Bypass, Schlauchmagen, irgendwas in der Richtung. Das zu schaffen ist natürlich ein Riesenerfolg, muss man sagen. Das schaffen eben nicht so viele. Aber wenn man ihn dann sieht, kann man sagen, er kann sich auf die Schulter klopfen. Und nebenbei, medizinisch, hat man ungefähr 10 Jahre seines Lebens dazu gewonnen. Ein Freund, der einem nach 10 Jahren irgendwie entgegenkommt und einen gar nicht mal erkennt, ist ja schon wirklich wie ein neues Leben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Anfang an nie Angst davor gehabt. Weil wenn man das will, dann gibt es einfach keinen anderen Weg. Dann muss man einfach die OP machen. Und es gab bei mir keinen anderen Weg. Ich habe gesagt, ich gehe den Weg. Und wenn ich den Weg gehen will, dann muss ich das machen.